Willkommen zurück mit Links beste Ansicht in Zelda Ocarina of Time. Ja, mit Moritz und mir. Okay, also im letzten Part haben wir eigentlich den Tempel soweit abgeschlossen, ne? Und nun geht's zum Bossfight. Nach epischer Hexensprechstimme Combo, ja, das war einfach cool. Geil. Ja, okay. Nachdem sie Kenny getötet haben und geht's jetzt weiter. Nochmal Verweis auf die tödlichen Mäuse, die hier irgendwo sind und... Ja, mit der, Und auf Super die letzte Kameraansicht. Wer den verpasst hat, der hat wirklich was verpasst. Ja, und zwar ein Part. Ja. Okay, also. Rein geht's. Endlich mal los. Und natürlich ist erstmal noch ein Gang, in dem nichts ist. Der so viel bringt. Neat. Ich hätte ja was wahrscheinlich. So. Und ein leerer Raum. Ein leerer Raum. In dem auch nichts ist. Und ich kann schon sagen, in diesem Fight wird der Spiegelschild eine große Rolle tragen. Ja, blenden. Was stand da? Licht kann es zurückspielen und Energie, also. Ich glaube, das macht man diesen Dunk. Ach so, nein, du bist unten. Okay. Sehe diesen Dunkerfan. Er kam freiwillig als Opfer für die mächtigen Ganondorf. Oh, geil. Alter, die Lache. Ja. Das bin ich. Cool. Oh, Alter, die Augen. Meine Flammen werden ihn auf die Knochen verbrennen. Richtige Simpsons-Augen. Schleichwerbung. Okay. Und jetzt bist du wieder dran. Ja. Mein Eiszauber wird deine Seele gefriertrocknen. Was ist jetzt schon mal? Verbrennen oder gefriertrocknen? Keine Ahnung. Also, ich weiß es wirklich nicht. Bei gefriertrocknen könnte man sich wieder auf... Höllische Hexenarmada Killer-Omas. Killer-Oma. Aber in meinem Remake heißt es Twin Rovers. Was sich auch irgendwie cooler anhört. Nein, Omi, töte mich nicht. Jetzt muss ich gucken, das muss ich jetzt erstmal timen, wie das mal war. Oh. Wer greift von euch beiden an? Du greifst an. Hey, ich greif an, ja. Ja, okay. Sie schmeißt ihren Besen auf dich. Ja, das fand ich schon mal gut. Ja, warum? Hä, warum reflektierst du bitte? Achso, der hat mich getroffen, oder was? Fail? Trifft mich nicht mal. Was ist das witzig, wer? Stützchen. Ah, oh shit. Ja, zack, einmal voll erwischt. Ja, schön. Jetzt hat sie Kopf. Ja, das hat wehgetan. Vor allem, weil sie aus Eis ist und deswegen schmilzt. Oder so. Greift sie nochmal an und da kommt die Angel. Und zack, aus dem Besen. Zahm! Das Treffen ist aber so eine Kunst für sich. Vor allem mit deinem Controller. Ja, und die andere. Oh, gleich dazu. Eiszauber! Eiszauber! Bäm! Ha. Oh, Glück gehabt. Gerade noch erwischt. Warum auch immer Eis Feuerschaden zufügt. Die denn nicht runter? Warum auch immer Eis Feuerschaden zufügt. Wasser? Keine Ahnung. Nee, ist ja Eis und nicht Wasser. Komm her. Was ist was Eis? Shoot! Erklär doch mal, was ist Eis? Gefrorenes Wasser. Aber es ist gefroren, also müsste das Feuer ja eigentlich das Eis schmelzen. Deswegen. Ah! Puh! Es ist halt noch kälter. Dann hat es halt einen noch kühleren. Ja, es schmilzt und dann. Ah, okay, wobei, also. Es ist. Aber Eis an sich löscht kein Feuer. Ja, da hast du recht. Aber ich komm nicht hin! Die Steuerung ist voll kacke für den Kampf. Ja. Das kann jetzt eine Runde dauern, ne? Ja, das. Kann man die nicht einfach abschießen? Oh, shit. Shit. Feuer frei! Oh, shit, ich hab mich selber eingefroren. Eisfrei, du Depp. Ich hab mich gerade selber eingefroren. Oh, nice. Du hast außerdem voll wenig Herzen. Ja, das hat nämlich ganz schön wehgetan. Und ich glaube... Na, einen Angriff überleben wir noch. So oder so. Ach, ist doch egal. Warte, die Kratze an. Mach, ducken. Komm schon. Ja. Alter, warum triffst du nicht? Ich hab gedacht, ja, er hat dir in die Haare geschossen, aber... Nein. Es ist so eine Müllsteuerung, vor allem mit meinem Controller kann das ein bisschen dauern. Und einen noch. Komm, gerade. Du. Nicht, am besten nicht auf den Boden ziehen, sonst darf man sich nur selber eine rein. Bleibst du hier? Ah! Laserstrahl kaputt gegangen. Ja, irgendwie mir fällt gerade nichts ein. Oh, da ist sie. Zack! Ice Cream Chili. Und ich werde gerade angerufen, weil ich krieg ein SMS. Angerufen. Das ist mal wieder natürlich typisch. Okay, also kurzer Cut, Leute, wir sind gleich.
So, Leute, da sind wir wieder zurück. Und ja, wir sind officially back. Und vielleicht kriegt ihr mal ein unlisted Video, wo ich weiter erzähle, weil ich hatte jetzt die ganze Zeit durchgeredet bei dem Schwachsinn da. Zu lange. Als bei uns angerufen wurde, habe ich euch weiter erzählt, weil ich gedacht habe, das wird mit hochgeladen. Aber das werde ich wahrscheinlich rausschneiden, weil das ja nicht so spannend ist. Vielleicht greift mal einer von euch an oder wollt ihr nicht mehr? Du willst es mit einer Bowlingkugel abwerfen, das wäre auch lustig. Hallo. Wer greift zuerst an? Chili oder Eiscreme? Bringt nichts, die an die so anzugreifen. Alter, wollt ihr vielleicht auch noch irgendwas machen oder wollt ihr nur. Aha, Eiscreme greift also zuerst. Eiscreme greift an. Und zack! Ich bin Eiscreme, ja? Ich hab Eiscreme gesprochen. Ah, ja, erwischt. Ja, wunderbar. Kannst du die dann hauen, wenn die so frieren? Nee. Oh, Phase 2! Okay, jetzt lass uns ernst machen. Okay, Kumis. Ja, das war komplett schön. Guten Tag, ist ein Kumis. Sexy, Temo, Hexi. Scheiße, der Schurke ist so dämlich. Sieht aus wie... Sieht aus... Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Das sieht aber irgendwie jetzt aus wie so eine böse... Also noch bösere und hässlichere Fee. Das sieht so geil aus, das Schild, wie das Schild leuchtet. Wie das Schild. Der Schild, Entschuldigung. Sieht aus wie so eine bösere und hässlichere Fee von so einer Feenquelle. Zam. Ja, und was machst du jetzt damit? Warten. Der Teil ist irgendwie verschwindet. Alarm! Dein Schild wird gleich explodieren. Zam. Bedast. Zack, zack und zack. Kreis, Wirbelattacke. Swirl-Attacke. Quickspin. Nein, Swirl-Attacke, ja. Wow. Ist runtergeflogen, aber okay. Egal. So, ich denke, jetzt kommt es genau andersrum. Shit! Ich bin echt gut. Ich war echt das Schwert. Oh, das mit dem Weißen sieht aber echt geil aus. Ja, das sieht echt episch aus. Weil man so sehr das Schild aussieht, den Schild aussieht, während er so leuchtet. Zam! Da wird es halt nur keine Feuerenergie aufnehmen, weil das es wieder aufheben würde. Ja, er schießt sowieso. Also, sie schießt ja sowieso dreimal dasselbe, oder? Nicht immer. Und. Tot. Nein, nicht tot. Quickspin! Swirl-Attacke! Alter, wie viele Trefferpunkte in der Mitte durchgehen da ist. Ah, nein! Zurück! Schwert wegsteck! Dann, wenn man das epische Schildleuchten sieht. Das epische Schildleuchten. Sein! Wir haben Chili unseren Schild aufgenommen. Zoom. Und was kommt als nächstes? Nochmal Chili! Sein! Oh mein Gott! Jetzt müsste, glaube ich, Eis kommen. Nicht aufnehmen, wenn es so ist. Ausweich. Eigentlich müsste jetzt... Ja, ist gut. Jetzt bräuchte ich die Schlittschuhe. Du blockierst mir die Mitte des Feldes. Das ist nicht nett. Und jetzt Feuer, oder? Nein, noch Eis. What the... Du kannst nicht mal. Nochmal Glück gehabt. Komm schon. Mach Feuer. Mach Feuerzauber. Jetzt. Zam. Krieg's zurück, bitte sehr. Hört sich an wie so ein Alarm von deinem Schild. Ah, zack. Ja, wir haben Musik. Voll erwischt. Nein. Scheiße, ich bleibe mit meinem Charakter. Nein. Ich spüre, wie meine Zeit zu Ende geht. Ich muss lauter sprechen, sonst hört sich sowieso keiner. Ja, egal. Also. Da sind wir wieder. Oh, wir sind wieder da. Ja. Du. Nein, ich war oben. Wechselst du? Oh, scheiße, hab ich nicht gelesen. Jetzt bist du dran. Was? Hey, komm! Was schwebt da über deinem Kopf? Ein Butterring. Aber über dir schwebt auch etwas, Kotake. Das ist ein Butterring, ja, ganz klar. Ja, eindeutig so Bagels. Mhm. Oder Donuts. Aber ich bin jetzt 4 Jahre alt. Und ich bin erst 89 Jahre alt. Ich bin jetzt mit dir gemacht, wie alt du bist. Das bin ich. Jetzt bist du. Jetzt hab ich's nicht gelesen. Wenn du hier warte, mich mit deiner älteren Schwester. Wir sind Schwester, was kann denn älter sein? Jetzt ist ein bisschen. So ein Tag war es heim. Das ist so epic. Du bist abgeschlossen. Alter! Und du bist unterbar. Gibt's noch einen Pause-Button oder sowas? Ah, ich mach den fertig! Bitchfight. Bitchfight in heaven. Alter. Link und. Okay. Link guckt einfach nur so hin, so. Yay, yeah, nice. Letztes Herz! Herz ist komplett. Alle Herzen, zack, 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 zack,
Ich kann schon mal sagen, ich werde beim letzten Kampf nicht draufgehen. Gegen Ganondorf. Ganondorf. Ich habe gedacht, du musst gegen Zelda kämpfen, so Ehestreit oder sowas. Genau, Ehestreit. Ja, das sind die Schlimmsten, dann nimmst du eine Bratpfanne und du bist tot. Du darfst gleich wieder reden. Was soll ich denn sagen? Komm's gleich. So. Ich hab schon kaum gewusst, als der Moritz telefonieren musste, was ich sagen sollte. Halle der Weisen. Jetzt kommt wahrscheinlich diese Gerudo-Kriegerin, die so cool war. Wow, ich bin in Wirklichkeit ein Orakel. Ja, das kann't. Nabu. Dobby bitte sie sprechen. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Auweia. Ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Ganondorf tun, was er verlangte. Aber du bist nicht überrascht. Lauter! Jemand wie ich ist letztendlich die Weise der Geister. Ab jetzt kämpfe ich als eine der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner... Nein, Link. Der strahlende Wanderer durch die Zeit. Ein geiler Titel, oder? Yeah. Der strahlende Wanderer durch die Zeit. Epic Voice. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es. Yay, aber klar doch. Yo. Das letzte Amulett. Jetzt kommt dieses Pfeifen irgendwie so Tinnitus oder so. Oh yeah. Eindeutig ein japanisches Spiel. Das Amulett der Geister. Naburo gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt ihre Kraft. Das hätte ich mir aber auch erraten können, ganz ehrlich. Ja, also, das ist das letzte Amulett und ihr wisst alle, was es heißt. Können wir jetzt Geister beschwören? Und jetzt bist du nochmal dran. Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Ja, Alter. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Ich weiß. Ja, ich weiß. Könntest du mir einen Döner kaufen? Döner, bitte. Bitte. Nein, davon wirst du zu fett. Das mache ich jetzt, okay? Link, der Auserwählte, endlich. Oh, Rauro, cool. Alle sechs Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor jedoch sollst du jene treffen, die auf dich wartet. Sie hat deiner in der Zitadelle der Zeit. Was sprichst du eigentlich für eine Sprache, Rauru? Urdeutsch. Wie heißt die eine, die wir tragen mussten und dann versprochen haben, die zu heiraten? Uto. Ja, genau. Die ist es und macht einen Bitchfight gegen Zelda. Sicher, genau, auf jeden Fall, immer noch. Und währenddessen wetten Ganondorf und Link über den Gewinner. Und wer gewinnt, der darf dann auch die Regierung übernehmen. Sicher doch. So läuft das Ende von Zelda. Ich würde sagen, wir finden es einfach raus. Dami, du wirst noch dabei sein, denn der Part ist ja noch nicht lang genug. Oh Mann. Da war ja noch ein Anruf drin, deswegen. Ja, da war noch ein Anruf. Das wird lustig, wenn das mal hochgeladen wird. Wenn ihr wollt, kann ich es hochladen noch. Ich mach das in der Nachhinein. Schreibt's in die Comments. Schreibt in die Kommentare. Und komischerweise kommen wir auf einmal durch die Tür. Das mache ich jetzt, okay? Du darfst dann gleich. Jo. Ich habe auf dich gewartet, Link. Dam, 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 dam. Schick. Ja, wer ist denn Man der sieht deinen Arsch. Typ? Link, der Auserwählte. Du hast unzählige Gefahren überwunden und die sechs Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe. Ein letztes Zusammentreffen mit Ganondorf, dem Großmeister des Bösen. Ich glaube, die größte Aufgabe wäre mal sprechen lernen. Bevor du aufbrichst, solltest du meinen Worten lauschen. So höre denn die Legende, die sich die Shika über das Triforce erzählten. Das ist so eine lange Geschichte. Bitte nicht ewig, bitte nicht ewig, bitte nicht ewig, oh Gott, nein. Das kann dauern. Alter, zum fünften Mal, ihr habt's verstanden. Es erinnert mich an diese Szene aus, Suchst du das Triforce? Höre gut zu. Aus Big Bang Theory, wo sie so mit Sheldon redet und dann. Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche seines Herzens reagiert. Und dann so, bitte komm ich rein, bitte komm ich rein, bitte komm rein. Er macht die Tür auf. Oh, komm schon.
Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels. Ein reines Herz, aber verwandelt es in ein Paradies. Oh, ist das so schön. Es regnet. Oi. Wie kann es im Paradies regnen? Das ist Magic. Nein, das ist Regen. Das Triforce, Symbol der Macht, birgt das Regen Gleichgewicht. Ja, immer Magic. Dreierkräfte, Weisheit, Mut und Kraft. Das heißt, wenn du im Regen stehst, dann wirst du auch Magic. Yay. Sind diese Kräfte ausgeglichen im Herzen des Triforce-Trägers? Hat er die Macht, gerecht zu herrschen? Also ich gehe mal davon aus, Ganondorfs Mächte sind nicht ausgeglichen. Link wird King. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine drei Fragmente. Dummheit. Ich weiß, welche Fähigkeit Link fehlt, und zwar die Fähigkeit des Sprechens. Ja, das hab ich dir gesagt. Nur ein Fragment bleibt ihm, jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an die er am meisten glaubt. Ironie, Sarkasmus und was für das dritte? Weisheit, Mut und Kraft. Nein, Ironie, Sarkasmus. Egal. Wenn er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden. Langsam wird es langweilig zu lesen. Jetzt machen wir ein bisschen schneller, ne? Speed up, bitte. Noch zwei von Schicksal Erwählte tragen je ein Triforce-Element als Symbol auf ihrem Handrücken. Ja, du, mit deinen Krafthandschuhen, oder? Pass einfach auf. Es wird weiß. Nein, es wird grau. Was auch immer das bedeutet. Er ist in Ohnmacht gefallen, glaube ich. Oh, Link kommt näher. 7 Jahre zuvor drang Ganondorf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zelle der Zeit geöffnet hast. Du hast Ganondorf reingelassen. Als seine Hände das Triforce berührten, wurde die Legende wahr. Hey! Partytime! Als das Triforce in 3 Teile zerbrach, gelang es Ganondorf lediglich, das Triforce-Fragment der Kraft zu erringen. Okay, und wer hat Mut und Weisheit? Durch diese Macht des Triforce-Teils wurden seine teuflischen Kräfte verstärkt. Doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Komm zum Punkt. Bitte. Daher sucht er nun die auserwählt wurden, Träger der anderen Triforce-Elemente zu sein. Komm zum Punkt, Junge. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Link. Weißt du noch, was du gesagt hast? Der ist noch nicht lang genug. Und Cut an dem Punkt. Einen Moment, bitte. 2. Anruf in diesem Part. Mario, der Klempner ist da. Genau, wir hatten nämlich Probleme mit unserer Leitung unten. Also, egal. Jetzt geht's weiter spannender Moment der Geschichte. Die keinen Punkt hat, nur 3 Punkte, okay. Das Symbol der Weisheit trägt der 7. Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Ist irgendwie der so außerhalb. Zack, ja, voll geiler Karate-Move und das... Oh, was geht ab, Mann? Sam, das Triforce der Weisheit. Link kann ich hinsehen, das ist zu hell. Er ist der Auserwählte, oder was? Im Ernst, jetzt Shaika war in Wirklichkeit die ganze Zeit Zelda? Sheik war Zelda, ja. Oh, mit dem würde ich jetzt nicht mehr rummachen. Irgendwie sieht es so aus, als hätte sie da oben so eine Halbglatze vorne. Über der, ja, über der Krone. Okay, jetzt hast du. Ich bin es. Bitte lauter. Prinzessin von Hyrule. Ich verzeih, dass ich dich stets... Nein, ich verzeih dir nicht. Soll ich machen, mal bitte? Verzeih, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe. Laut! Doch es war nötig, da ich mich ja vor Ganondorf verstecken musste. Oi. Heute, vor genau 7 Jahren, suchte Ganondorf mit seiner Horde Wilderkriegerin Hyrule heim. Oh nein, nicht schon wieder! Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Ja, ich auch. Ein bisschen lauter bitte, Domi, ansonsten hört man das doch nicht. Ich gehe auch ganz nah ans Mikro hin, damit ihr mich wunderbar versteht. Nicht direkt rein, ansonsten hört man die Popgeräusche, das ist nämlich kacke. Hey, da sind wir. Wir hatten aber nicht den Hühnerschild ausgerüstet, das ist ein Fake. Wir hatten gar nicht den Hühnerschild ausgerüstet, das waren wir nicht. Das wäre zu geil, wenn ein Headshot gewesen wäre, so bumm. Jetzt bist du. Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben sollte. Ich wusste, dass das unsere beste und einzige Hoffnung war. Chance. Bitte, egal. Mach Schluss mit ihm. Nein, sonst aufhört. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Aber etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Er hat es doch geschafft. Dum, 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 dum. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bannte dich das Schwert 7 Jahre im Heiligen Reich.
Das Schwert hat mich ganz böse gemacht, ne? Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit. Das Triforce fiel in Gandalfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Cool. Gandalf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boden des Todes. Ja, ich habe jetzt das D und das T vertauscht. In all den Jahren gelang es mir, mich als Shaiker zu tarnen. Und Shika. Nein, Shaiker. Shika. Okay. Zu tarnen und die meisten Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. Komm zum Punkt, ey. Das wird ja echt... Und jetzt machen wir Party! Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihren Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Oi. Die 6 Weisen werden neue Siegel schaffen und Gandalf für immer in die Tiefen der Hölle verbannen. Du sprichst so leise, das ist ja auch schon fast krass. Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen, damit wir keine Einwanderer mehr bekommen. Auf diese Weise wird Gandalf und mit ihm alles Böse für alle Zeit aus Hyrule verschwinden. Ich wollte gleich was sagen, wir haben nichts gegen Einwanderer, also. Nein, nur Zelda hat was dagegen. Link, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich schützen, bis der Plan vollbracht ist. Yay, yeah, Bodyguard, Beförderung zum Bodyguard. Yay! Yeah. Link hat einen Ohrring. Ja. Nimm nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Da kommen sie. Bitte, 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 ich kann das jetzt bitte das Ende sein. Zoom, 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 zoom. Zelda ist eigentlich voll Magic. Ja. Kämpft nur mit Magie, auch im Brawl ist das ja so, ne? Echt? Jo. Ich hab nie versucht, mit Zelda zu spielen. Die Lichtpfeile. Beziehungsweise der Lichtpfeil. Wie auch immer. Whatever. Jetzt fliegt sie runter und töten Link. Ei. Die Lichtpfeile. Die Lichtpfeile. Platziere sie auf C, um sie zu verschießen. Das Licht des Guten zerstört Böses. Yay. Yay. Cool. Darf ich jetzt wieder reden? Wir hätten... Oh mein Erdbeben. Die Zitelle der Zeit stürzt ein! Nein, mein Gott! Sie stehen am... Link steht so ganz cool da, so. Dieses Beben! Was geschieht hier? Das darf nicht sein! Er lacht mittendrin los, sein. Nein. Oh, ja, hier ist ja immer Rubin, kann ich dich einladen? Nice! 50 Rubine! 500.000 Rubine! Das bin ich! Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich! Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Um Zelda für eine Nacht zu mieten, musst du 50.000 zahlen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass du nur dem Jungen zu folgen, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Wer könnte das sein, oh mein Gott? Wie kann er sich im Rubin bewegen? Das ist Hohl, das ist Hohlraum. Ah. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Ja, Link haut auf den Stein drauf. Tschüss. Jetzt fliegt sie auch noch in die Decke? Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es waren die Kräfte des Triforce-Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt, und dem Triforce der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen 3 Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Davon kannst du nur träumen, ne? Nie wirst du Zelda retten. Wagst du es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Nimm einfach eine Leiter. Dann versuch's doch. Jetzt kommt so ein Doppellachen, gell? Von dir und von ihm. Ja, muss aber sein. Das wird lustig. Okay, wir dürfen nochmal eine Runde zocken. Aber eine Sache will ich jetzt gerade noch in dem Part machen. Es sind 25, ja. Aber es waren 2 Anrufe dazwischen. Als Entschädigung dafür. Für die müsst ihr außerdem viele Likes, viele Comments, dass ihr es hören wollt. Ja, da habe ich wunderbar weiter kommentiert. Auch wenn Moritz weg musste. Also, wenn ihr es hören wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich das unter nicht gelistet, gleich es hoch und schreibt den Link in den Part hier rein. Jo, in die Videobeschreibung kommt es dann. Ja. Genau, nee, mitten drauf, so bam. Oh mein Gott. Oder du machst das Intro, wer die Uncut-Version sehen will. Guck mal, Lava. Oh, ja. Ein Teil ist nach außen, ein Teil ist nach innen. Wer die Uncut-Version sehen will... Link ist geschockt. Hier auf diesem Link. Vielleicht kannst du es ja doppeldeutig machen. Oh mein Gott. Schloss Hyrule. Schloss Hyrule. Ehemaliges Schloss Hyrule. Ganons Schloss. Nein, Ganondorfs Schloss. Da steht Ganons.
Ich glaube wirklich, dass sie irgendwie an Geld sparen, wenn sie weniger Buchstaben verwenden. Nee, aber das ist so Gennendorf gleich Gennen, also das ist so. Gennen ist ein Dämon. Was ist mit dem Dorf? Gennendorf ist ja als Mensch sozusagen, also das ist ein Unterschied, der eigentlich minimal ist, den ich auch nicht verstehe. Denn wir wollen jetzt hier noch eine Nebenquest abschließen. Da ist sie, die letzte der 100 Skulpturlas. Zack! Und damit hätten wir in diesem Part zweimal... Du hast deine goldene Skulptur zerstört und damit haben wir jetzt das Symbol. Damit haben wir alle Herzen und alle Skulpturlas. Ja, eine Nebenquest kommt noch, aber die ist dann im nächsten Part angesagt, ne? Also... Für die ich nicht mehr dabei bin. Spiel mir bitte ein aufmunterndes Lied. Das ist nicht sonderlich aufmunternd, aber wir müssen noch etwas zeigen. Ja, noch tolle Schattens, yay! Yeah. Auf zum Friedhof! Denn ich will noch eine Sache zeigen. Wenn wir alle Lutz Controllers haben, ist nämlich der Ball noch vom Vater der Familie genommen worden. Und ja. Yeah. Guck mal, da ist so ein Auge. Ja, das ist ein Chica-Stein. Ein Chica-Stein. Sag, weißt du, es ist Nacht oder kommst du nur so vor? Nein, es regnet halt nur. So. Zack, ganz und ehrlich, der zeigt Toten überhaupt keinen Respekt, wie er da rumhüpft. Ja, also Link macht man echt nicht, ne? Geht gar nicht. Nee, das kann man ja auch nicht halten, ne? Das ist diese Unverschämtheit, das muss man zensieren. So. Da kommt ja Pixel. Wir rennen natürlich erstmal gegen die Wand, was ja sehr klug ist. Kakariko! Ich will aber vorher Tag haben, bitte. Das Tag, ist aufmunternd. Die Nacht nicht so sehr. Wie, es ist jetzt endgültig Nacht. Nein, es ist Tag. Moritz, mein Zeit geht zu Ende. Deine Zeit geht zu Ende, Domi, ich weiß. Denn der Rest des LPs wird allein mit mir sein. Ihr werdet euch dadurch quälen müssen. Ob ihr es wollt oder nicht. Ja, ich, der Yoshi, der Blader, wir haben alles versucht. Wir können euch dieses grauenhafte, grauenvolle Schicksal nicht mehr ersparen. Ihr müsst es alleine jetzt mit herzlich. Black Link aushalten. Und da ist der Vater der Familie. Da du ein Sonatokotunas zerstört hast, wurde nun endlich der Fluch von mir genommen. Vielen Dank! Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitte nimm es an. Tanzschuhe! 200 Rubine erhalten! Du hast nicht genug Platz. Ich weiß, ich werde jetzt gleich noch eine Runde einkaufen, gehen, so eine Runde shoppen, falls wir noch irgendwas brauchen, so Pfeile und so, ne? Perfekt, wieder deine Frau hin. Denn man kann jetzt jederzeit zu dem Typi zurückrennen und kann sich immer, wenn man rausgehen, kann man sich immer 200 Rubine abholen. Weißt du, gehst einfach wieder hin, bitte Geld, ich hab ja die 100 natürlich. Ich geb dir jedes Mal wieder 200 Rubine. Das ist einfach episch. Das ist so genial. Das ist doch die Frau von der Bank, die ist jetzt in aus Majora's Mask, das ist außerdem ein Mann. Nein, das ist eine Frau. Wir sind jetzt, einig, das ist ein Mann. Nein. Es waren auch in den Kommentaren klar, das war schon bestimmt worden. Wir kaufen Pfeile. Ganz ehrlich, man. Möglichst viele Rubine in aus dem Spiel ist hier noch eine Pennerin, oder was? Nee, sie kauft so Fisch, er kauft Fisch und sowas von dir für Geld, viel Geld. Kann ich das da kaufen oder? Nee, geht nicht. Kann nicht mehr kaufen, schade. Aber wir haben 90 Rubine verbraten, yay. 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 Okay, eigentlich könnte ich jetzt... Stell dich mal oben auf den Turm drauf zum Ende des Parts. Okay, mach mal. Duck, 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 duck. Okay, im nächsten Part kommt noch eine Nebenquest, denn ich werde euch gleich nochmal kurz einer im Dach Inventar fest. Zeigen. Nee, der liegt auf dem Dach. Okay. Der hat sich gerade, ich kann da mal aufs Dach und chill mal eine Runde. Schieb die mal eine. Runter, so von hinten, zack. Zack, so Assassin-Style. Au. Das hat jetzt auch das mir weh getan. So, wir schauen uns mal kurz das Inventar an. Hier haben wir alles. Skulpturas haben wir abgegeben, können uns jetzt jederzeit Geld gefärbt. Holen. Wir haben alle Herzen. Hier. Aber hier, oh mein Gott, es ist eine Lücke zwischen diesen beiden Pfeilen. Was könnte das so sein? Die kenne ich vom letzten Spiel schon. Das ist ja voll langweilig. Denn es kommt noch etwas und diese Nebenquest wird dann im nächsten Part wieder der Fall sein. Ich habe es wieder geschafft, den Kopfhörer rauszureißen. Yay. Okay, also Leute, ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Part und die und letzte Nebenquest wird abgeschlossen. Euch. Also, bis dann. Und ciao. Ich entschuldige mich auch gleich dafür, dass ihr jetzt alleine mit Moritz seid. Keine Ahnung. Schaut YouTube in Frieden. Amen. Willst du noch irgendwas sagen? Nö. Letzte Worte? Nö. Okay. Letztes Mal hatte ich schon letzte Worte, die waren irgendwie komisch. Na, okay. Also, ich würde sagen, wir sehen uns. Wir hören uns dann. Wir hören uns. Ciao. Oder er hört euch. Ciao.